Mörter, Käffchen ist fertig. Sauber. Wie hättest du es denn heute gern? Laktosefreie Milch oder die 3,8%ige? Noch kannst du es dir auch so mal wunderbar. Ich habe ein bisschen was reingemacht. Herrlich. Winzigen Schluck. Hat er Zucker reingemacht? Nein, ist nicht so gesund. Ja, stimmt. Ja, Junge, Feedback vom letzten Mal war ganz klar. Zu kompliziert. Ja, das war zu lange. War ja klar eigentlich. Ja. Machen wir jetzt ein bisschen einfacher. Ich würde vorschlagen, der Titel heißt Und jetzt? Episode 2. Und jetzt? Wir trinken jetzt halt synchron. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen eingespielt schon. Also, Wille Gottes ist ja ein Riesenthema. Persönlich habe ich ziemlich Respekt davor. Ja. Wir könnten das vielleicht einfach mal so einfädeln, dass wir das einfach mal ein Anspiel machen, was es vielleicht ganz gut erklärt. Ja? Also du bist der Typ, der den Willen Gottes erkennen will. Ja? Okay. Und ich spiele einfach mal so einen richtigen Ungläubigen, einen richtigen Durchschnittshein. Ist doch ist nicht so schwer. Alter, was ist los? Hast du ja einen auf Depri? Ey, ich bin frustriert. Ich bin irgendwie frustriert. Ich komme nicht klar mit dem Thema, weil ich frage mich immer wieder, wie ich wirklich mal Gottes Willen erkennen kann. Gottes Willen? Ja, ich komme auf das Thema nicht richtig klar. Gottes Willen? Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Gehen wir mal auf Google. Gehen wir mal auf Google. Das ist der Wille. Also, ich weiß auch nicht. Gottes. Also, das ist der Wille Gottes. Wille Gottes, dort der Buch, der. Wie cool. Hier, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Erste Teladonicher. Ey, Mann, also wenn du nicht mal ein Bibelbuch richtig aussprechen kannst. Also, heißt Erste Thessalonicher. Das heißt der Brief an Thessalonicher. Erste Thessalonicher 4, Vers 3. Ja, was steht da? Da steht: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Da ist es. Eure Heiligung. Machst du das? Naja, das fällt mir schwer. Das ist eure Heiligung. Ah ja. Nee, ja, ich muss schon. Nee, nicht so richtig. Hausaufgaben machen und dann wird das schon. Guck mal, hier ist Krokodil gegen Tiger. Das ist doch der Hammer. Hey, vielen Dank, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Und wenn ihr irgendeinen Kommentar habt, einfach unten drunter schreiben und subscriben. Obwohl, mir gefällt der nicht hier, der Kerl. Wir nehmen den einfach mal am besten und tun ihn mal hier rüber. Nein. Sauber. Mit euch. Bis dann.